Ich glaube, wir lassen das jetzt erst nochmal und fahren einfach mal dahin, wo uns das Ding führt. Mitfahrer, Poison Ivy, der wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass sie bei uns nur drin sitzt. Wir haben sie ja selber reinverfrachtet, nicht wahr? So. Heute Nacht zeigen es der Fledermaus. Wird doch endlich mal Zeit. Na, mir zeigt dir keiner was. Ich zeig euch selber, was hier los ist. Ich bin das Gesetz. Ich bin Batman. Weißt du? So, Türchen auf. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zellenbereich. Woher wusstest du, dass ich das bin? Das hätte ja auch jemand anders ins Batmobil fahren können. Attacke. Bremse und Gas und Bremse und... Was zur Hölle? Das ist Batman. Ja, ich glaube kaum, dass jemand anders so ein Auto fährt, außer Batman. Ja, ihr kennt doch wohl mein Auto, oder Jungs? Hallo, ich bin euch, ich bin's Batsy. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Ja, doch, hallo? Ich bin ihr bester Fahrer von Welt, die gerade ein Fahrradtraining hinter mir, also jetzt komm. Mach mal halblang, Dame. Prisoner Detention Holding Shelch. Ja, dann bringen wir die Dame doch mal rein. Die hat sich auch was Besseres anziehen können. Sie ist gerade ein bisschen leicht bekleidet. Könnte ein bisschen kalt werden in der Zelle. Gerade mal so ein Oberteilchen, das von... Dich fertig machen, Batman. Ach, sei ruhig. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Isolation Zelle. Oh toll, noch eine Zelle. Ja. Bitte schön, einmal bitte eintreten. So. Die leicht bekleidete Dame, bei der sich das Urteil von zwei Knöpfen zusammenhält, das ist irgendwie... Fühlst du dich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin? Oh ja. Ich mag meine Frauen so wie Ivy. Zugeknöpft und eingesperrt. Ne? So mag ich meine Frauen. Definitiv doch. Anderer Meinung? Okay. Wieso kriege ich jetzt einen Mittelfinger gezeigt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich soll mit Poison Ivy reden. So. Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Warum verschwendest du Zeit, um diesen jämmerlichen Wesen zu helfen? So primitiv im Vergleich zu Pflanzenintelligenz. Ich lass mich nicht einsperren wie ein Mensch. Du bist ja ein Pflänzchen. Mich einzusperren ist ein Zeichen von Verzweiflung, Batman. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast Angst. Harley hat mich aus der Zelle in Bloodhaven rausgeholt. Warum versuchst du nicht, sie zu verhaften? Ja, was mache ich jetzt? Patrouillen suchen Scarecrow in Bristol, Kingston. Jetzt gucken wir mal, was haben wir noch gerade so zu tun? Was ist das hier? Herausforderungszusammenfassung. Perfektioniere und die brutalen Kämpfe. Das war das. Das hier ist die Sicht. Wie konnte ich jetzt nochmal? Ich konnte doch noch irgendwie. Genau, dahin muss ich. Was man auf hintere Scarecrow dann Angstbombengas zu zünden. Okay. Also mit ihr zu reden wird, glaube ich, gerade wenig bringen. Dann reden wir lieber mal mit L-Kommission Rannis. Mit Cash wollte ich auch nicht reden. Seh mich auch. So. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash. Eine Zusammenfassung. Cash. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Mhm. Ich weiß, du bist beschäftigt.
Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Jawohl. Gut, auf zur Missionsauswahl. Nutze die Missionsauswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham zu wählen. Wenn du einen neuen Superschurken oder eine Mission geordnet hast, werden diese automatisch zur Auswahl in diesem Bildschirm hinzugefügt. Wähle dieses Symbol, um in Jagd nach Scarecrow zurück. Wenn du, okay, also ich müsste dann hier da, könnte ich jetzt Scarecrow weitersuchen. Ich könnte aber auch hier Riddler-Rätsel machen, 243 Rätsel to go. Ich könnte aber auch in Ausübung der Pflichten hier mal die Feuerwehr retten. Momentan zwei Stück, die wir hier zu retten sind. Oder mich um den Gesamtfortschritt kümmern, beziehungsweise hier das perfekte Verbrechen untersuche, die zur Schau gestellte verstümmelte Leiche. Ich glaube, damit fangen wir jetzt mal an. Ich werde den Tatort untersuchen. Wenn es einen Serienmörder gibt, werde ich ihn finden. Gut. Wie komme ich jetzt nochmal raus aus dem Ding hier? Verlassen, okay. Weg da. Wollen wir nochmal laufen? Hat, ohne jemanden zu hey, Batman! Halt's Maul! Ach, Maul halten! Halt dein Maul! Lalalala. Raus geht's! Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. So, einsteigen. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren Erwartungen. Genau genommen, Lucas. Ist er erledigt, danke. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Nachbrenner. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Feine Sache. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Okay, mehr Upgrades. Juhu. Okay, ich muss nur wieder, glaube ich, packen. Überbleibenden Gott. Ich habe eine Nachricht. An die Vandalen, die geblieben sind und das noch warme Fleisch von Gottes Knochen nagen. Genieß mein Schutz. An die Feiglinge, die hinter den Mauern der Polizeiwache zittern. Ihr werdet nicht kommen. Und an Batman. Ich habe eins gefunden. Ich habe deine Stadt mit einer Fiole zerschieden und ein paar Drohnen. Wenn der Morgen anbricht, Gotham in Ruinen liegt und ich meinen Blick dem Rest der Welt zuwende, wird die Legende von Batman rein gar nichts bedeuten. Okay, wenn er der Meinung ist, dass das so ist, dann wollen wir ihn da nicht. So, wir sind hier bei den Panessa Studios. Alfred, ich habe die verstümmelte Leiche gefunden, die Cash erwähnt hat. Ich werde versuchen, die Todesursache zu ermitteln. Okay, die verstümmelte Leiche untersuchen. Initialisiere, analysiere Ergebnisse, okay. Ergebnisse vollständig. Ein Bluttest ergab als Todesursache Herzstillstand durch eine Überdosis Schmerzmittel. Außerdem wurden die Fingerabdrücke mit Säure weggeätzt. Ein eher unschönes Ableben. Das ist nicht alles. Sieht aus, als wäre die DNS des Opfers irgendwie beschädigt worden. Es gibt nicht genügend Informationen, um sie mit der Datenbank abzugleichen. Mit dem Gewebescanner kann ich die Leiche auf besondere Merkmale untersuchen und die Identität des Opfers ermitteln. Sehr wohl, Sir. Okay, wir nutzen mal den GWB-Scanner. Guck mal auf der Haut zuerst, ob wir da was finden. Oh, da war da gerade was. Oder irre ich mich? Cyrille out. Ist da etwas auf der out? Haben wir etwas auf der out zu finden? Ebene wechseln. Wir können auch mal in der Muskelebene suchen. Hier ist auch erstmal nichts. Da, oh oh, was ist das da? Im Darm befindet sich ein Ehering. Die Inschrift lautet Ophelia. Ophelia. So, da ist nichts. Dann gucken wir nochmal auf die Knochenebene. Oh, künstliches Hüftgelenk. Das Opfer hatte eine künstliche Hüfte. Das Gewebe war noch nicht ganz verheilt. Das hier muss also neu sein.
Ja, das muss offensichtlich neu sein. Können wir dann eben zurück? Nein. Okay, jetzt muss ich doch nochmal die Haut anscheinend scannen. Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen. Also bei den Knochen ist, glaube ich, nichts mehr. Gehen wir mal zwei Ebenen zurück auf die Haut. Gibt es da irgendwas zu sehen? Oh. Was haben wir da? Abgebissenes Ohr. Deformierung am linken Ohr. Sieht nach einer leichten Agenesie aus. Ein Geburtsfehler. Alfred, der Name des Opfers lautet Anthony Lund. Laut der Patientendaten des Krankenhauses war er alkoholkrank. Wahrscheinlich ging das mit dem Scheitern seiner Ehe einher. Der Name auf dem Ring, Ophelia, ist der seiner Ex-Frau. Er wurde zuletzt in Albuquerque in New Mexico gesehen. Seltsam, diese Personen sind nicht in Gotham verschwunden. Sie wurden hierher gebracht und getötet. Aber warum? Wir müssen den Täter aufspüren. Dürfte ich vorschlagen, auf diese grausige Opernmusik zu achten? Sie scheint seine Signatur zu sein. Okay. Wir haben den Fahndungslistenfortschritt. Verbesserungspunkt erhalten. Wir könnten uns nochmal die Verbesserung ansehen. Ich habe ja hier schon leichtsinnigerweise hier den einen Punkt hingesetzt, den ich eigentlich gar nicht setzen wollte. Das war schon mal ganz schlau. Ich möchte jetzt gerne mal zurück, ohne hier wieder irgendeinen Punkt zu vergeben, den ich nicht vergeben will. Ich könnte hier mein Batmobil aufrüsten. Was könnte man da machen? Ich könnte hier Panzerungsstufe 1. Also ich muss sagen, Batmobile-Panzerung ist schon viel wert. Wir haben hier RAM-Angriff, ist ziemlich gut. Wir könnten Nachbrenneraufladung, ist auch nett. Wir können einfach mal zurückgehen nochmal. Was haben wir noch? Wir haben hier Batmobile-Waffen, ist natürlich auch... Wenn ich sie denn wirklich auswähle. Batmobile-Waffen. Was haben wir da? Vulkankanone Zielgenauigkeit. Oh. Das ist natürlich richtig gut. Die Zielgenauigkeit von der Vulkankanone, die kann man schon mal nutzen. Den Bad Suit. Da einfach mal so ein bisschen die Nahkampfpanzerung erhöhen oder die kugelsichere Panzerung. Auch nett, definitiv. Ausrüstungstechnologie, was haben wir da? Bisher nur Explosivgel, sofortiges Ausschalten. Ach, dass da jemand lang geht und dann macht's Bumm oder wie? Ja, das ist die, jemand geht lang und bumm Variante nie. Ich glaube, ich nehme das Batmobil. Batmobil taugt nicht viel und der Joker, der entkommt. Da wollte ich hin. Nochmal. Genau, noch einmal. Batmobil taugt nicht viel und der Joker, der entkommt. Panzerung vom Batmobil ist mit Sicherheit nicht schlecht. Wir fangen mal mit der Batmobil-Panzerung an. Gehört, danach panzern wir uns selbst und danach haben wir Spaß. So, Missionsauswahl. Wir haben jetzt schon hier den ersten Opernfall gelesen, jetzt müssen wir die anderen finden. Wir könnten uns mal an die Riddler-Rätsel machen, untersuche Riddlers letzte bekannte Position, oder wir schauen uns mal die Feuerwehrleute an. Die Feuerwehrtruppe ist auf diesen Straßen nicht sicher. Zuletzt wurden sie bei den westlichen Dixon-Docks gesehen. Dort sollte ich hinfahren. Okay, auf zu den Feuerwehrleuten. Halt da durch. Da lang. Okay. Immer schön den Weg nehmen, der hier angezeigt ist. Überlegen, wie ich hier dann lang komme. Da musste ich mal hin. Meinst du, der hat genug? Noch lange nicht. Der hält noch was aus, nicht wahr? Die Fledermaus! Tschüss. So. Hi, Mr. Fireman. Hier drüben, bitte! Na, ich hab dich schon gesehen, keine Angst. Diesmal den Chat, du Eierkopf. Ups! Das ist ja auch gerade. Ich bin so vertieft ins Spiel. Gott, du bist es wirklich. Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette Ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird Sie abholen. Also jetzt nochmal. Hallo Marcel. Herzlich willkommen. Schon besser, finde ich auch. So, ich habe mit Feuerwehrmann Larry Woods geredet. Dann schau doch mal raus hier. Dann kam nochmal so ein Wayne-Punkt. Den Wayne-Punkt könnte ich doch eigentlich mal nutzen, oder? Den Wayne-Punkt hier. Das geht doch hier, genau. Wenn ich hier rüber gehe, kann ich doch hier den Wayne-Punkt aus. Ich wollte ja mal, das Batmobil kann ich momentan nicht, dann wollte ich hier den Bat-Suit mal upgraden. Hier, ich glaube mal gegen Nahkampf, momentan mache ich eher Nahkampf, dann gehen wir da ein.
Der Marcel fragt, ob bei mir alles fit ist. Ja, es ist alles fit. Ich muss hier mal den Chat immer ein bisschen vorlesen, weil ich hier gerade streame. Aber gleichzeitig auch noch YouTube-Videos daraus schneide, muss ich den Chat immer mal schön vorlesen, damit man das hier auch hinkriegt. So, wir hätten noch ein Feuerwehrmann mehr zu retten hier auf Insel. Ich werde nicht weggehen und die Feuerwehrleute ihrem Schicksal überlassen. Ich finde sie. Okay. Wie finde ich die Feuerwehrleute? Gibt es da irgendwie einen Plan, wie ich die finden kann? Vandalierer in Cauldron. Oh. Also irgendwie müsste ich mal einen Feuerwehrmann finden. Ich weiß nur nicht, wie jetzt gerade. Ja, Marcel, wie geht's denn dir, wenn ich dich schon mal hier hab? Wie geht's denn dir? Erzähl doch mal. Während ich hier nochmal gucke, wie konnte ich nochmal... Ich konnte doch irgendwie mal rauszoomen. So konnte ich hier rauszoomen, genau. Was habe ich hier denn? Fahnus ist Riddlers letzte bekannte Position, okay. Was ist das hier? Missionsziel. Wayne Tag, auf Straßen herrscht Krieg. Was habe ich hier noch? Kombomeister. Dir geht's gut, das finde ich immer gut. Ein-Mann-Armee, ich glaube, das kann man hier gut nutzen. Das kann man wohl machen, oder? So. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt hier mal rüberfahren zu diesem Ein-Mann-Armee-Ding. Wenn er mich denn lässt, das ist hier. Springen wir mit Battery über 50 Meter weit. Was? Ach du Heiliger. Kann ich hier irgendwie noch... Ich konnte doch hier... Ach, der ist noch nicht mal freigeschaltet. Okay. Was ist das hier? Springen am Dach und geh direkt. Okay. Den hier haben wir schon erledigt. Wir können nochmal rauszoomen. Was haben wir hier? Drifte 3 Sekunden am... Okay. Drifte 3 Sekunden am Stück. Den will ich jetzt mal haben. Komm, wir fahren da mal hin. Fahren wir da mal hin. So, Römstata. So. Die Eltern vom Pinguin gehörten ja zum alten Adel. Er hat den Akzent von der Schule, wenn das wahr ist. So, dann fahren wir hier nochmal eine Runde. Wir fahren die Leute einfach über den Haufen, das geht gut. Das Ding macht uns platt. Hilf das! Ach ja schon. Okay. Freischaltungsoptionen. Drifte 3 Sekunden am Stück. Okay. Drift. Eins. Ich sollte vielleicht einfach mal Gas geben. Ist das ein Drift? Zählt das als Drift? Für mich ist das hier eindeutig ein Drift. Frage ist, zählt das? Wenn ich hier so rumdrifte. Nö. Filter ändern. X. Für Bestenliste. Was? Ach du liebe Güte. Ach du Heiliger. Ja, wie kann ich denn 3 Sekunden am Stück driften? Ah, okay. Freigeschaltet. Ich muss es in der Nähe machen, dann klappt das auch. Okay. 3 Sekunden am Stück gedriftet, das kann ich hier. Okay. Auf den Straßen herrscht Krieg. Das ist ein Donut. Ja, das ist ein Donut. Hast recht. Zeige der Miliz, der die Straßen wirklich beherrscht und mache Jagd auf ihre Panzerwagen, bevor die Zeit abläuft. Für das ausgeschaltete Fahrzeug erhältst du einen Zeitbonus. Okay. Für jeden Punkt über 10 kriege ich einen... Freundesbestenliste-Platzierung-Dings. Für 3 Panzer... Okay, für 3 Panzerwagen halte ich ein Sternchen, für 6 Panzerwagen das und für dafür kriege ich so einen Wayne-Tech-Punkt. Okay. Wollen wir nochmal starten hier. Brumm, 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 brumm. Simulation aktiviert. Okay. Okay, ich sollte hier vielleicht mal vernünftig fahren. So. So. So, das war der erste Kollege.
Komm schon. Oh Mann. Räumst du da? Okay, das waren drei. Wo haben wir jetzt hier noch einen Panzerwagen? Haben wir da noch irgendwo einen? Hallo, Panzerwagen? Wo seid ihr? Krieg ich jetzt noch einen Panzerwagen vor die Nase? Da ist doch einer. Da ist doch einer. Da ist doch einer. Komm mal her, mein Freund. Komm doch mal her zu mir. Also, kannst du jetzt mal... Danke. Danke, Nummer 4. Noch ein Panzerwagen. Irgendwo. Nach Belieben. Hallo, Panzerwagen, bist du da? Panzerwagen, bist du da? Irgendwie konnte ich doch hier... Na, verdammt, aber... Da, okay. Bremstetter. An... Rein, was? Warte mal kurz. Hier lang. Da ist einer. Okay, den da will ich nochmal kurz erledigen. Komm schon. Fahr doch zu. Scheißding. Okay, das war er. Ich hätte gerne noch einen weiteren. Da ist er doch. Hi. Hallo. Okay, wir haben 5 Stück erreicht von 10, die wir eigentlich hätten erreichen wollen. Das ist ja nicht so viel. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal fort. Das war also eine Herausforderung. Gut, und da mir einfach viel zu warm ist, beende ich jetzt hier den Stream und wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.